Ja, ist ein Wahnsinn. Grüß Gott miteinander. Verdammte Hure sauhaft, ey. Also, geht ja schon komische Leute. Ja, also Leute, wo, wenn man es ja schon von weitem, nicht? Wo, also wenn man es, wenn im Prinzip, wo man muss sagen, also hör mal auf, nicht wahr? Ja, also, Entschuldigung, gell, komische Leute gibt's, nicht? Komische Leute. Versteht man das als Muggelsbeck? Hä? Gibt wirklich komische Leute. Ne? Zum Beispiel die Grünen. Also ich weiß nicht, wie ihr da als Muggelsberg gegossen habt, aber ich verstehe es nicht, diese Grünen. Gut, selber wartet jetzt wahrscheinlich auch niemand von mir, dass genau ich die selber noch sollte, gell? Satana Molini, gell? Die Grünen, na, hör mal auf. Das sind doch bunte Hände, sind das. Bunte Hunde, auf Deutsch gesagt, nicht? Das sind doch alles Vögel. Ja, ist nicht wahr. Hä? Die Grünen? Jesus, nein. Ja, den ganzen Tag da der Fing Schuhe fressen. Und uns will er den Schwatenmagen verbieten. Ja, und sind ja vielfach aber auch genau da die grünen Stünkel, da die Vegetarierli, wo nicht einmal Fleisch essen. Ja, dabei ist doch jetzt einfach das. Das normale Mensch. Jemand einmal einen Rechtstock Fleisch braucht. Ja, kannst du ja und all gerade der Bratwurst fressen. Ja, und jetzt meinst du ja schon gerne noch im Bundesrat rein, die Grünen. Haben das mitbekommen? Hä? Ja, man hat sie können lesen. Gell, sie haben sie am Ding, haben sie es übrigens auch gebracht. Im Beromünster. Lieber Mint, wenn die Grünen im Bundesrat. Und das ist ja ein Witz. Das geht gar nicht. Ein grüner Bundesrat. Ja, da wäre ja etwas gleich, wie wenn die Wurst wollen, einen Traktor mit Kamillentee tanken. Gell, und wenn er dann einmal gewählt ist, der grüne Bundesrat, oder besser gesagt, wenn sie, wenn sie dann einmal gewählt ist, dann kann man sie auch noch mal absetzen. Nein. Eine Nastige müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann einmal biologisch abbauen. Ja, da können wir einfach hoffen, dass sie dann auch umweltverträglich ist. Nein, sie sind mir einfach ein bisschen extrem genug, die Grünen. Und ich erinnere mich. Ich habe im Allgemeinen eben gegen diese extremen Ansichten. Da wäre ich kritisch. Gell? Da ist mir alles miteinander viel zu kopflastig. Und vor allem zu vernagelt. Da mit dieser komplizierten, hohen Meinung, die es hat. Ja, natürlich. Man kann andere Meinung sehen. Gell? Ich sage mal auch zum Nachbar. Der ist ja eben so ein hobbymäßiger Indianer. Gell? Wenn er einmal im Stall aussen seine Lama möcht, nicht da? Dann sage ich einmal so, los,
Du darfst doch deine Meinung haben. Ha? Selbstverständlich darfst du deine Meinung haben. Wenn's unbedingt muss sein. Du musst aber ja nicht das Gefühl haben, dass ich es respektiere. Das ist doch für mich keine Alternative, du hure Spinneli, du. Ja, schau, dann schnarrt sie ja noch alle Willen von Nachhaltigkeit, die Grünen. Ja, werden sie es. Nachhaltigkeit haben wir vorne, links, rechts, im Viertel haben wir Nachhaltigkeit. Soll ich euch sagen, was sich verändert, wenn diese Grünen im Bundesrat rein können? Soll ich es euch sagen? Ja, dann sind sie einfach im Bundesrat rein. Wahrscheinlich nachhaltiger Tommy Röhren verführen. Hell nachhaltig dagegen sein. Das hat jetzt aber mit Politik noch nichts zu tun. Und darum sage ich, ist doch im Prinzip mit den Grünen genau gleich wie mit einem Wissen. Ein grüne Wissen ist gut und recht, aber so ein richtig feste und gesunde Wissen muss jetzt halt auch jemand einmal ein bisschen braun sein. Also vom Beschütten. Nein, dass wir uns richtig verstehen, ist wegen dem Missverständnis. Ich meine, stelle dir ja mal vor, was würde passieren, wenn so ein Bauer seine Wiese nie beschütten will. Ja, dann würde es auch noch mal regnen. Ja, ist doch klar, warum, oder? Ja, wenn ein Bub schütten, könnt ihr darauf kommen, dass sie den nächsten halben Stunde anfangen zu schiffen. Ja, dann kann der Kachel mal einpacken mit seinen Salatschüsseln, ja? Und wenn sie nochmal schiffen, dann wächst kein Wiese, ohne Gras verhungere Kühe, ohne Kühe gibt es keine Subventionen. Und dann hat der Staat jetzt mal Affelgeld. Dass er noch mal wisst, woher ich tue. Und wenn man zu viel Geld hat und keine Fantasie, was man damit machen soll, ja, dann verdammt man es eben sinnlos und investiert es zum Beispiel in Bildung und Kultur. Aber von der Bildung und Kultur hast du ja nicht gefressen. Und um selbst geht es ja primär, ums Fressen. Und was denn es? Ja, schauen wir es einmal fundamental an. Ja, was macht euch denn so ein abgemagertes Äthiopen-Hosili? Wenn du ihm irgend neben seinem Dürremant gehst und ein Gottlet. Ja, jetzt hätte ich die freie Wahl. Was macht er recht? Ist ja logisch, oder? Er verführt den huren Dürremant zum Gottlet Brötle. Das ist doch mal eine Lösung. Ja, da würde ich übrigens auch machen. Und was sagt uns das? Was lernen wir daraus? Für die wirklich wichtigen Sachen im Leben braucht es eben keine Bildung und Kultur, sondern Geschmack und eine gute Verdauung. Jawohl. Und genau darum ist es eben wichtig, dass ein Bauer regelmäßig und vor allem ausgiebig seine Wesen beschüttet. Nicht gerade für die Natur ist es besser. Nein, sondern auch für die Gesellschaft. Weil solange wir genug Beschütte haben, haben wir genug zu füttern. Und dann ist auch die Gefahr der Volksverbildung am kleinsten. Ja, heisst ja darum auch nicht zufälligerweise, ein voller Magen studiert nicht gern, hä? Wir wollen vielleicht gescheit jemandem mal ein bisschen mehr auf unseren Ranzen hören. Und wenn dann gleich noch, ums Verricken, mehr studiert als unbedingt nötig, oder zum Beispiel am Feierabend, bei dem wunderbaren Wetter von aussen, freiwillig in so ein kleines Theater reinhacken. Ja, nur da hat sie Schwall gegeben, da der ignorante Reaktionäre grinnt. Ich, das mache ich, die Grünen im Bundesrat. Ich bin auch gespannt, wie sie es herbringen. Immerhin haben sie ja schon mal gemickt, dass sie es allein nicht schaffen. Und jetzt brauche ich ihre Hilfe. Ja, wahrscheinlich von der Linken. Ja, von wem macht sie es? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Die Grünen sind nichts anderes als unreife Rote. Der darauf läuft es nämlich. Ja? Auf alle Fälle
müssen diese Begrüne denn schon noch lehnen, wenn sie es im Bundesrat nicht schaffen, dass es zu Bern oben gleich läuft wie im Strassenverkehr. Nein, nicht das mit dem Fußgängerstreifen, dass man jedes daher gelaufene Argument einfach durchlässt. Nein, sondern primär gilt auch zu Bern oben Rechtsvortritt.